und Jana K. hast du wieder eingeschaltet. Ich habe euch ja vor kurzem in einem Video erzählt, dass ich gerade mitten in einer Ernährungsumstellung bin. Falls ihr jetzt nicht wisst, von welchem Video ich spreche, das war dieses Ernährung ausmisten Video. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch gerne oben beim i oder unten in der Infobox. Aber für die, die sich jetzt nicht anschauen, sondern einfach gleich bei dem Video bleiben, ich will mich nicht fokussieren auf Sachen, auf die ich verzichten will, sondern ich will mich fokussieren auf Sachen, die ich stattdessen zu mir nehme. Also in dem Video, das ich euch schon gemacht habe, erzähle ich hauptsächlich, was ich denn nicht mehr zu mir nehmen will, sowas wie industriellen Zucker, Salz und Öl. Aber darauf will ich mich gar nicht fokussieren. Ich bin mich auf den positiven Sachen am fokussieren, ja. Ich fokussiere mich darauf, was ich denn alles meinem Körper geben kann. Die volle Frucht, Nüsse, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Getreide, all das. Ich will back to the roots. Ich will meinem Körper eine natürliche Ernährung bieten und nicht Fertigprodukte, Convenience-Zeug. Und wie weit ich da jetzt schon bin und was ich denn da immer so esse, das will ich heute im heutigen Video mit euch besprechen. Ich dachte, ein Food Diary ist da das Beste, um euch einfach mal abzudaten und euch zwischendrin einfach immer mal ein bisschen zu sagen, wie weit ich denn bin, was ich denn so mache. Wie es mir denn überhaupt geht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt dann gleich auf den Wochenmarkt, neues Essen beschaffen. Ich habe noch ein bisschen was zu Hause, eigentlich habe ich noch viel zu Hause, mir fehlt nur frisches Zeug. Bin jetzt 2 Wochen lang ausgekommen, seitdem ich am Markt war, also seit dem Video, das online gekommen ist mit dem Markt, war ich 2 Wochen nicht einkaufen. Und ich habe immer noch Zeugs zu Hause. Viel. Das heißt, es hält und ich spare wirklich Geld. Okay, ich werde mir jetzt mal einen Green Smoothie machen, beziehungsweise den trinken, den ich gestern noch übrig gelassen habe. Dann schmeiße ich mich auf den Markt und dann gibt es the fresh food für heute. Es ist nämlich hier, wo ich jetzt gerade sitze, schon 13 Uhr und ich habe heute noch nichts gegessen. Für die, die auf meinem Instagram-Account immer unterwegs sind, die wissen ja, dass ich gerade Intervallfasten mache, also dieses 16-8-Prinzip, 16 Stunden über Nacht, den Körper refreshen lassen, reinigen lassen, detoxen lassen und dann an den 8 Stunden, die man halt aktiv ist am Tag, das geilste, nährstoffreichste Food in sich hinein zu dreschen. Ja, also mit Maß und Ziel natürlich. Okay, also mit hineindreschen meine ich jetzt nicht die Mengen, schon in der normalen Menge, okay. Ich will ja meinen Körper regenerieren lassen. Zum Intervallfasten verlinke ich euch aber auch was in der Infobox, das wird den Rahmen hier jetzt sprengen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich kein Frühstück esse. Ich fange immer erst um 12 zum Essen an zurzeit gerade. Das mache ich circa jetzt noch für 3 Wochen, weil dann geht's nach Hawaii. Ach ja, genau, und das mit dem Intervallfasten mache ich, um meinen Körper zu reinigen, um ihn auf die Ernährungsumstellung vorzubereiten, einzustellen. Und das funktioniert super. Ich habe fucking nochmal überhaupt keine Lust auf Süßigkeiten. Wie geil ist das eigentlich? Wenn man mir von einem halben Jahr erzählt hätte, dass es Situationen in meinem Leben geben wird, in denen ich freiwillig eine Orange einem Stück Kuchen vorziehen werde, dann hätte ich der Person wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Falls ihr euch fragt, was ich denn immer so trinke, ich gebe meinem Körper genau das, was er verdient hat, und zwar Mengen an geilem Leitungswasser. Und auch ab und zu mal Soja-Kaffeelatte, kann ich euch auch dann im Video zeigen, wie ich den mache. Und Smoothies, aber zum Großteil halt für die Flüssigkeit Wasser. Los geht's! Ich starte meinen Tag jetzt mit einem Green Smoothie. Der sieht vielleicht nicht so aus, als wäre er süß, er ist es aber. Denn da drin ist eine Banane, Apfel, Zimt, Leinsamen, eine Dattel, Spinat, den man überhaupt nicht rausschmeckt, und ein bisschen Sojamilch und das Ganze dann mit Wasser in den Mixer. Und das war's auch schon. Zu Mittag habe ich mir jetzt ein Curry gemacht mit Vollkorndinkel und roter Beete. Ich kann euch leider nicht jedes Mal sagen, was genau in meinem Essen drin ist, weil das Video sonst viel zu lang werden würde. Aber ich habe hier auf jeden Fall Grünkohl drin und Erbsen, Kurkuma, Joghurt, also Sojajoghurt. Hier ist auch Sojajoghurt. Und das hier ist sind Hefeflocken. Die schmecken käsig. Falls ihr noch nie Hefeflocken probiert habt, dann probiert das einfach mal. Und ich gebe auch gerne so einen Nuss-Samen-Körner-Mix auf mein Essen drauf. Dann habe ich noch gesunde Fette. Ich zeige euch schnell die Ausbeute, die ich heute vom Einkaufen habe, also vom Markt und Bio-Supermarkt. Leider war ich viel zu spät am Markt. Ich dachte mir, weil viele von euch gesagt haben, man soll am Nachmittag zum Markt gehen, weil man dann vieles einfach günstiger bekommt.
Das ist bei meinem Markt nicht der Fall, denn er war einfach leergeräumt. Das heißt, nächste Woche werde ich einfach wieder ganz früh am Markt gehen und vieles von dort holen. Leider musste ich halt jetzt vieles vom Bio-Supermarkt holen und das hat das Ganze ein bisschen teurer gemacht, als ich das jetzt vom letzten Mal schon gewohnt war. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Und ich habe für all diese Sachen, die ihr hier seht, um die 45 Euro gezahlt. Und damit komme ich locker eine Woche aus mit den Sachen, die ich auch noch da habe. Locker, wenn nicht sogar zwei. Ich werde jetzt am Nachmittag noch eine Banane mit Erdnussmus essen. Also das ist einfach zu 100% aus Erdnüssen. Und ich gebe da einfach immer ein bisschen was auf die Banane drauf und esse das. Das ist so ein All-Time-Favorite von mir. Und macht auch mega satt. Und am Abend esse ich dann noch die Reste von Mittag. Und dann war es das für heute. Es ist Sonntagmittag und ich habe heute ausgeschlafen. Ich habe noch nicht wirklich Bock auf Essen, aber meinen Kaffee mag ich schon. Den hier habe ich mit Sojamilch gemacht. Der schäumt übrigens richtig, richtig gut im Milchschäumer und oben gebe ich auch gerne Zimt drauf. Manchmal gebe ich auch noch Ahornsirup mit rein. Und ich bin auch gerade dabei, meinen Kaffeekonsum einzuschränken. Eigentlich bin ich nicht wirklich ein Kaffee-Junkie. Ich stehe einfach nur darauf, wie der Milchschaum da oben ist und so. Vielleicht finde ich eine Alternative. Gerade steige ich ein bisschen mehr auf Tee um, aber ab und zu stehe ich einfach auf Kaffee und ich trinke auch nicht wirklich viel davon. Mittagessen. Ich habe hier ein Champignon-Soja-Geschnetzeltes mit braunen Reisnudeln, oben ein bisschen frischen Babyblattspinat und hier nebenbei habe ich noch Gurken mit roter Rübe. Das esse ich so als Salat. Ich brauche da gar kein Dressing dazu, ich esse das einfach so. Und falls ihr euch fragt, wie ich denn jetzt immer würze, weil ich ja kein Salz verwende, da gibt es von Sonnentor so ein cooles Gewürz, das heißt Adios-Salz. Das ist aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen, so eine Gewürzmischung. Man kann aber einfach selber Gewürze für sich entdecken, Kräuter, Knoblauch. Zum Abendessen gibt es jetzt Ofengemüse. Ich habe mir hier Ofenkartoffelscheiben gemacht mit Karottenscheiben und roter Zwiebel. Ich habe die einfach klein geschnitten, also in Scheiben geschnitten und in den Ofen gelegt bei 200 Grad für circa 25, 30 Minuten oder so. Ganz ohne Öl, Salz oder irgendwas. Dann esse ich dazu Guacamole. Guacamole. Mit hier oben sind Sprossen, rohen Blattspinat und da habe ich noch den Salat von heute Mittag. Okay Leute, ich bekomme eindeutig meine Tage. Too much information, but I'm craving for the sweets. Ich habe mir gerade noch hier einen Kakao gemacht im Mixer und zwar habe ich da Sojamilch gemeinsam mit Kakaopulver, zwei Datteln, kleinen Schuss Ahornsirup reingetan, ein ganz, ganz kleines Stückchen ganz dunkle Schokolade habe ich noch mit reingetan. Es ist schon wieder der nächste Tag und heute gibt es Oatmeal zum Mittag. Das kann man nicht nur frühstücken, sondern natürlich auch zum Mittagessen. Und ich habe mir jetzt welches gemacht, wo ich noch Buchweizen mit reingetan habe und auch Mandelmehl, also Mandel, geriebene Mandeln halt einfach mit reingegeben habe. Und Apfel, Zimt, Kakaopulver, verschiedene Nüsse. Das heißt, das Ganze hier ist sehr, sehr reichhaltig, reich an gesunden Fetten. Obendrauf habe ich noch ein bisschen Ahornsirup für die Süße gegeben. Und Leute, wenn ihr euer Oatmeal recht süß wollt, dann gebe ich euch den Tipp, eine sehr reife Banane mit drin zu kochen und klein zu stampfen. Genauso habe ich es heute auch gemacht. Also von dem werde ich sicher sehr, sehr lange satt sein. Heute gibt es zum Abendessen mal Suppe. Ich habe hier Brokkoli mit Sellerie und Zwiebel und Kartoffel in die Suppe gemacht und das dann halt einfach püriert. Ich habe einen Suppenwürfel von Sonnentor verwendet und obendrauf Sojajoghurt gegeben und das ist noch Dill und Schnittlauch vom Markt da oben. Und dann habe ich mir wieder selber Pfannenbrot gemacht, das kennt ihr ja schon von meinem Instagram. Dafür verwende ich halt einfach Dinkelmehl. Dinkelvollkornmehl mit Wasser und ein bisschen Trockenhefe. Das lasse ich gehen und gebe es in die Pfanne rein mit einer anderen Pfanne oben drauf, sodass das wie ein Ofen dann ist. Und dann dauert das ein paar Minuten und dann habt ihr geiles Pfannenbrot. Voll schnell. Und dann habe ich hier noch Ingwertee mit so einem Sleep and Dream Tee. Heute gibt es zum Mittag nochmal die Suppe von gestern, recht unspektakulär, aber ich habe gleich mehr gekocht und es kommt auch öfter vor, dass ich auch mal am Abend das esse, was ich auch zum Mittag schon hatte und so, aber ich versuche halt bei dem Food Diary euch so viel wie möglich verschiedene Sachen zu zeigen, deswegen mache ich jetzt mal mehr unterschiedliches Zeug und dann trinke ich hier noch einen Kaffee dazu. Ich war am Nachmittag komplett ungeplant mit einer Freundin beim Chinesenessen und da habe ich mir Gemüsemarke bestellt und zum Nachtisch gab es Apfel
Gyoza. Also Gyoza mit Apfel gefüllt habe ich so noch nie gegessen, wollte ich unbedingt mal probieren und deswegen habe ich es mir bestellt. Jetzt gibt's Abendessen und ich habe mir hier Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Ich habe hier Dinkel-Vollkornnudeln, Avocado, das sind hier Kürbiskerne, Sprossen, dann habe ich hier oben noch Hefeflocken drauf gemacht und das hier ist die Tomatensauce, die habe ich mit Tofu gemacht und auch Sellerie, weil ich will mir jetzt beibringen, Sellerie zu mögen. Irgendwie mochte ich das nie, weil meine Mama das wahrscheinlich immer bei ihrer Kohlsuppendiät in die Kohlsuppe reingeschnitten hat. Und das hat nach der Zeit so hardcore gestunken. Aber naja, tut ja nichts zur Sache. Mein Essen riecht geil und schmeckt auch geil. Hoffentlich werde ich mir jetzt reinziehen. Zu meiner Ernährungsumstellung und dem Mindful Eating, was ich gerade ausprobiere, gehört da auch dazu, dass ich meine Speisen für mich alleine zu Hause lecker anrichte. Das heißt, ich mache das jetzt nicht nur fürs Food Diary, sondern das würde ich auch so machen, wenn ich es nicht filmen würde. Einfach für mich, weil ich es mir wert bin. Heute Mittag gibt's einfach die Reste von gestern Abend. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Am Nachmittag habe ich mich dann noch mit Laura in einem Café getroffen, in dem ich noch nie gewesen bin. Es gab dort sogar veganen Kuchen. Ich habe einen Buchweizenkuchen probiert, der war echt lecker. Und zum ersten Mal in meinem Leben einen Chai Latte mit Sojamilch. Der war mir einfach viel zu süß. Und Laura hat mir auch gesagt, dass Chai Latte generell anscheinend immer viel zu süß ist. Also Chai Latte wird nicht mein Kaffeeersatz. Und am Abend habe ich mich dann noch mit einigen sehr, sehr lieben Öko-Influencern getroffen und da habe ich eine Falafel-Bowl gegessen, also so ein Falafel-Teller mit Hummus und auch noch ein Ciabatta-Brot und einen naturtrüben Apfelsaft dazu getrunken. Ich mache mir hier gerade jetzt einen Smoothie und da ist jetzt drin eine Banane, Selleriestangen, dann habe ich noch eingefrorenen Grünkohl, eingefrorenen Blattspinat, Nussmix habe ich noch, ein paar Rosinen für die Süße, Buchweizen und das fülle ich jetzt mit Wasser auf und vielleicht gebe ich da auch noch Zimt dazu und mache mir einen Smoothie draus. Und hier drüben kocht schon mein Mittagessen, aber das zeige ich euch gleich. So sieht jetzt mein fertiger Smoothie aus und mein Mittagessen ist heute ein riesengroßer Salat mit Couscous, Linsen, verschiedensten Gemüse, das ich noch zu Hause hatte. Das hier ist Lollo Rosso Salat. Dann habe ich noch rote Beete, Gurken, Karotten. Ja, mein Sellerie-Fortschritt sieht gar nicht so scheiße aus. mittlerweile schmeckt es mir schon fast, also wird schon. Und das Dressing hier oben ist aus verschiedenen Nussmusen. Also ich habe hier Mandelmus, Tahini, also Sesammus und Senf mit Wasser und Sojajoghurt zusammengemischt. Leute, die große Salatbowl von heute Mittag war mir ein bisschen zu groß und deswegen habe ich mir jetzt den Rest von der Salatbowl hier in eine Schüssel gegeben, habe hier oben meine Reispasta drauf gegeben. Also hier drunter ist alles noch voll mit dem Salat. Und das habe ich dann getoppt hier mit Sesam, verschiedenen Kräutern und wieder meinen Hefeflocken. Der letzte Tag der Woche ist angebrochen und heute gibt es einen Gemüseeintopf. Ich habe hier drin Chinakohl, Brokkoli, Tofu, Zwiebel, Sellerie und noch ein paar andere Sachen. Also einfach alles, was ich noch im Kühlschrank so ein bisschen hatte. Und obendrauf habe ich wieder meinen Asia-Mix von den Sprossen draufgegeben und meinen Körner-Mix. Also da habe ich mir einfach verschiedene Samen und Nüsse zusammengemischt und die gebe ich öfter mal auf Salate oder so drauf. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, und als Beilage gibt es dann wieder heute den Salat von gestern, weil den habe ich einfach nicht aufessen können. Der war einfach zu groß. Ich bekomme jetzt dann gleich Besuch von einer Freundin und deswegen musste das Abendessen heute mal schnell gehen. Ich habe mir jetzt einfach den Eintopf von heute Mittag warm gemacht. Oh, der fängt schon an zu beschlagen. Und dann habe ich mir noch hier ein paar so Scheiben Kartoffeln in den Ofen geschmissen und die einfach backen lassen. Ich habe früher auch nie gewusst, dass ich die einfach so in Scheiben schneiden kann und reinlege, ohne Öl, ohne irgendetwas. Und es schmeckt einfach like heaven. Und dann oben wieder meine, ja, Hefeflocken. Ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich ohne die tun soll. Heute hatte ich mal Bock auf was Süßes und ich dachte, ich probiere mal was Neues und habe mir hier Schokomousse mit Seidentofu gemacht. Also ich habe einfach Seidentofu mit, ich habe noch Kochschokolade im Regal gehabt und habe halt ein Stück Kochschokolade einfach geschmolzen und das mit Seidentofu schön verquirlt und obendrauf habe ich noch ein bisschen Mandelmus und Kakaopulver und da drin ist auch noch Ahornsirup, um das Ganze zu süßen. Und am Nachmittag werde ich wahrscheinlich noch einen Apfel essen. Leider habe ich jetzt nicht mehr wirklich Obst im Haus, das da dazu passen würde. Ich habe nur noch Apfel und Banane. Banane ist mir irgendwie zu stark, kräftig jetzt dazu. Und Apfel hatte ich in letzter Zeit jetzt zu viel. Und ich esse auch noch einen später.
Also esse ich das jetzt mal ohne Obst hier. Ja Leute, das war's dann jetzt auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich werde mir jetzt mein Abendessen schmecken lassen. Falls ihr mehr Inspiration haben wollt, falls ihr öfter mal sehen wollt, was ich mir täglich so koche, folgt mir gerne auf Instagram. In meinen Stories zeige ich sehr, sehr oft, was ich mir koche, wie ich das koche, gebe ab und zu Rezepte mit rein. Ich habe auch da so einen Story-Highlight-Button, wo ihr draufklicken könnt und schon sehr viel Vergangenes anschauen könnt. Also schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge an mich habt, was ich denn sonst noch alles so kochen könnte. Oder falls ihr irgendetwas noch nicht gekannt habt und da Fragen zu habt. Könnt ihr auch gerne fragen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video.